Endlich ist es da, mein neues Kochbuch. 100 Klassiker, Lieblingsrezepte einfach gemacht. Über die perfekte Ente, perfekte Steak, Bratkartoffeln, Tiramisu, alles drin in der neuen Küchenbibel. Überall ab jetzt erhältlich, auch bei uns im Shop. Jetzt geht's aber los. Henslers schnelle Nummer. Heute gibt es eine Kartoffelhackrolle. Wunderbar mit Käse geschmolzen. Erst die Kartoffel, dann das Hack eingerollt, nochmal gratiniert. Wird richtig lecker. Ich trage heute mal schwarz, weil ich bin heute Morgen auf den Silberfisch getreten. Das tat mir sehr leid, deswegen bin ich ein bisschen in Trauer. Und Also, das Erste, was ihr braucht, sind Kartoffeln. Und zwar möglichst große Kartoffeln, nicht so kleine Dinger. Und dann schälen und dann schneidet ihr die schön vorsichtig. Ihr könnt euch erstmal hier so einen kleinen Stand auch schneiden, dass die Kartoffel gut aufliegt. Und dann hier solche, ich sag mal, ein bisschen kleiner als einen halben Zentimeter. Solche Scheiben. Und dann geht's weiter. Kartoffeln sind fertig. Jetzt nehmt ihr hier Emmentaler. Könnt ihr selber raspeln oder geraspelt nehmen. So. Verteilt den wie so ein Quadrat halt. Ne? Müsst ihr gucken, wie groß ihr das Ganze machen wollt. Ihr könnt euch das ganze Backblech voll machen. So. Und auf diesen Käse, komm mal her, da kommen jetzt die Kartoffelscheiben. Liegt jetzt hier die Kartoffelscheiben drauf. Leicht überlappend, jetzt nicht so, sondern so ganz leicht überlappend. Und dann legen wir jetzt einmal hier alles voll und dann sage ich, wie es weitergeht. Das schaut gut aus. Jetzt wird das ganze Gewürz, ich habe zu viele Kartoffeln gemacht. Jetzt könnt ihr natürlich denken, warum macht er nicht alle Kartoffeln? Das hat damit zu tun, weil ich nicht genug Hack heute Morgen eingekauft habe. Ne? Ich habe nur Hack für so eine kleine, für so ein kleines Quadrat. Jetzt Salz drauf, dann ein bisschen hier. Hält sich schön nochmal, Bratöl mit Knoblauchgeschmack. Streichen wir die ein. Und dann geht dieses Blech, so wie es ist, bei 200 Grad Umluft in den Ofen. Kartoffeln sind im Ofen, wir kümmern uns um das Hack. Hier, gemischtes Hack, brät an, wunderschönes Wurmhack aus dem Supermarkt. Ich liebe es, ist so schön günstig. Dann hier, jetzt eine rote Zwiebel, fein runterschneiden. So, die... Ach Gott, wisst ihr, was das Schöne ist? Das hier ist mein Channel. Hier kann ich sagen, tun und lassen, was ich will. Versteht ihr? So, hier, Zwiebel mit reinballern. Und dann haben wir jetzt hier eine Paprika. Wollen wir eine ganze oder eine halbe machen? Halbe. Halbe, ne, würde ich auch sagen. So, halbieren, bisschen hier raus und dann die aber tatsächlich ein bisschen kleiner schneiden. Also erst so in Streifen und diese Streifen dann in kleine Würfel und dann schmeißen wir die auch zum Hack direkt dazu. Schaut gut aus, jetzt Tomatenmark mit dazu, also leicht tomatisieren, dass wir Geschmack kriegen und das Ganze würzen. Ihr könnt jetzt Salz, Pfeffer, Paprikapulver, ich hau ein bisschen von meinem Gewürzmix ran, das passt natürlich perfekt. Gibt auch so eine ganz leichte Schärfe noch mit rein. Dann natürlich Salz. So. Und bei diesem Wetter Sommerkräuter. Kann ich nur empfehlen, dass wir einfach ein bisschen so eine leichte Kräuternote reinbekommen. Jetzt röstet man das noch so ein bisschen an, dass das Tomatenmark seine ganze Kraft abgibt. Aber jetzt wirklich schon, das reicht eigentlich schon. Jetzt die Hitze wirklich ganz doll reduzieren, die Hitze. Richtig schön runterziehen. Und zwar, ich gehe jetzt auf 1, dass es einfach noch so ein bisschen rumlullert, aber nicht mehr viel passiert. Jetzt müssen wir aber warten, bis die Kartoffeln gar sind. Und? Schon gekauft? Schon verschenkt? Noch nicht? Freunde. So, 20 Minuten waren jetzt die Kartoffeln im Ofen. Wir gucken mal. Schau mal zu, guck mal, Käse schön geschmolzen. Kartoffel ist gar. Jetzt kommt das Ganze raus, lassen wir ein bisschen abkühlen und dann geht's weiter. Läuft die Mühle oder was? Jetzt hier, abgekühlt. Wir haben es auch schnell gemacht, wir sind pfiffig. Wir haben einfach ein frisches Backblech genommen, damit wir es auch schneller abkühlen. Wir sind so schlau. Jetzt hier, bisschen Käse oben drauf. Jetzt kommt unsere Hackmasse. Das gebratene, gemischte Hack. So. Was jetzt einfach nur ein bisschen lauwarm ist. Ihr könnt natürlich auch in dieses Hack noch mehr reinmachen. Ihr könnt zum Beispiel Frühlingslauch reinmachen. Man könnte, wenn man wollte, auch noch mit Tomate arbeiten. Sprich, dass man ein bisschen Tomaten, passierte Tomaten reinkippt und so. Aber wir haben jetzt hier natürlich schön geröstet mit dem Paprika, mit dem Gewürzmix, richtig Geschmack.
Ich habe mir gerade überlegt, wir verteilen das Hack einfach. Das ist doch viel schöner. So. Dann ist es auch einfacher einzurollen. Ja. So. Jetzt kommt wieder Käse drauf. Ihr merkt schon, wir brauchen viel Käse. Aber viel Käse, viel gut. So. Ja, voilà. Und jetzt wird das Ganze eingerollt. Und zwar jetzt hier von hinten hochnehmen. Dann gleichmäßig umklappen. Jetzt ein bisschen festdrücken. Jetzt nicht das Backpapier einwickeln, sondern einfach nur hier den Ansatz machen. Jetzt zieht ihr hier ein bisschen hoch. Dann dreht ihr weiter. So. Wieder ein bisschen festdrücken. Die Scheiße ist aber noch schön heiß, ey. Jetzt hier mit dem Backpapier zieht ihr einfach nach vorne. Ja. Ist das heiß! So, lecco mio! Und dann schaut das Ganze so aus. Das sieht aber geil aus. So, und was wir jetzt machen, dreimal dürft ihr raten, bisschen Käse noch oben drauf. Und dann, die haben wir auch in die Hackmasse reingemacht, noch ein kleines bisschen von unseren Sommerkräutern. Jetzt den Ofen auf Gratinierstufe und dann gratinieren wir das von oben nochmal. Und dann wird gegessen. Dann schauen wir mal. Oh ja. Guck mal, ein Stelle ein bisschen aufgegangen, nicht schlimm, aber jawohl. Wunderbar gratiniert, Sommerkräuter kurz auskühlen lassen und dann heißt es guten Appetit. Ja, einmal herunter. Könnte noch ein bisschen länger warten, aber komm, wir schneiden mal an. Guckt euch das an. Na, komm her. Kleiner. Oh, saftiges Hack. Käse, außen die Kartoffel. Das wird lecker. Schaut das gut aus oder schaut das gut aus? Das ist geil. Ich habe gerade überlegt, bevor ich probiert habe, ob Creme Fraiche dazu passen würde. Schmeckt auch ohne schon richtig gut, muss ich sagen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das... Ja, wir werden geschnitten wie so ein Vollhaus. Komm her. Ja, ja. Kann man machen, muss man nicht. Schmeckt so richtig geil. Vor allem sieht aus wie Crepe. Man denkt, es ist so eine Crepinette. Aber es ist halt Kartoffeln. Das ist echt richtig schön. Dieser Käse ist auch nicht zu viel Käse, finde ich. Mit dem Hack. So eine Würzigkeit. Boah, ist das ein geiles Gericht. Ey, und so simpel am Ende des Tages. Und auch günstig. Kartoffel, Hack. Freunde, Happy Day. Hier ist die Einkaufsliste. Und die Einkaufsliste für die Kartoffelhackrolle mit viel Käse für zwei Personen. Brauchst du 300 Gramm gemischtes Hack, 400 Gramm Emmentaler, drei große mehlig kochende Kartoffeln, eine halbe rote Paprika, eine rote Zwiebel, ein Esslöffel Tomatenmark. Dann haben wir noch benutzt unsere Sommerkräuter, Salz und Gewürzmix. Das war Henslers schnelle Nummer. Noch mehr Infos findet ihr unter henslers-schnelle-nummer.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.